Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen zurück in Lübeck am 31. Oktober 1300. Und da liegt sie, die Stolz des Krämers, so heißt sie eigentlich. Aber die letzte Tour, die bot keinen besonders großen Grund für Stolz. Das war eher, naja, ein bisschen ein Trauerspiel. Wir haben viel Geld verloren. Die Ladung hatte doch einen hohen Wert für uns. Und Lübeck mangelt es jetzt ein bisschen an Dingen, an Bier, woran noch? An Fellen sowieso, aber Leder auch. Also es wird Zeit, dass wir wieder auf Tour fahren und diesmal heil wieder nach Hause kommen. Eine Sache will ich nochmal verändern hier beim Kontohandel. Ich will doch nochmal mehr Ziegel hier lagern. Ziegel werden ja hier auch produziert und ich will auch für mehr einkaufen. Das ist, glaube ich, okay so. Den Rest lassen wir mal. Und wir werden... Warte mal, die Holzwurm ist entladen. Genau. Dann werden wir hier jetzt einladen. Mal gucken. Ah, schaut euch das mal an. Wir haben sozusagen das, was wir eingekauft haben und das, was im Konto liegt. Die Frage ist, wollen wir trotzdem noch weiter einkaufen? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Oder wollen wir jetzt komplett nur auf die Werkstatt setzen? Vielleicht machen wir das so, wir minimieren das erstmal. Machen wir den Kontohandel und reduzieren das Ganze auf 10 vielleicht. Also wenn wir nichts haben, dann kaufen wir auf einen Mindestbestand von 10 auf. Und das reduzieren wir dann auch nochmal auf 290, weil jetzt haben wir es nicht mehr so nötig. Okay. Aber jetzt können wir erstmal sehr schön unterwegs sein. Schön viel verkaufen hoffentlich. Erstmals mit selbst produzierter Ware. Was für ein Stolz. Fisch nehmen wir wie immer auch mit. Und ansonsten ist alles gut. Auf geht's. So. Rostock werden wir diesmal wieder umschiffen. Und direkt nach Stettin fahren. Wir haben ja gesehen, dass alles, was es in Rostock zu kaufen gibt, ist noch günstiger in Thorn zu kaufen. Allerdings natürlich wegen des Kapitäns. Ach komm, lasst uns nach Rostock fahren. Wir können ja auch Eisenbahn verkaufen. Jetzt haben wir gerade so viel an Bord. Ist in Ordnung, denke ich. So, das wäre natürlich jetzt ein Knaller, wenn jetzt hier ein Kapitän wäre. Ist aber nicht. Deswegen schauen wir mal. Und Eisenbahn können wir ein bisschen verkaufen. So. Fisch, richtig. Zum Fischverkauf war Rostock sehr gut geeignet. Das werden wir auch tun. Alles andere, haben wir gesehen, ist woanders in der Regel günstiger. Getreide 102. Getreide ist noch so ein Thema. Genau, wir wollten jetzt, das will ich jetzt mal machen. Ich will jetzt die Holzwurm nicht nur mit Holz beladen, sondern auch mit bisschen Getreide. 102 ist gerade noch so akzeptabel. Fahren wir mal weiter jetzt. Nach Stettin. So, Stettin wichtig für Bier. Oh, was ist hier los? Ansehen. Euer Ansehen in Lübeck reicht aus, um in den nächsten Rang aufzusteigen. Boah, haben wir ein gutes Ansehen? Das Vermögen ist nicht ausreichend. Aber Wahnsinn, wie honoriert, wie geschätzt wir in Lübeck sind. Das kommt, weil wir die Stadt bislang zumindest bis ebenso perfekt, möchte ich fast sagen, versorgen. Das wäre überhaupt mal interessant, wenn wir in Aalborg sind und Oslo, dass wir mal gucken, ob wir dort schon beliebt sind. Ob wir dort möglicherweise sogar schon ein Konto bauen können. Das wäre natürlich auch eine schöne Sache. Gut, dann könnten wir nämlich dort nämlich auch günstig viel besser einkaufen und später natürlich Betriebe bauen. So, hier ist nichts los. Hier wollen wir mal schauen und sehen, Eisenwaren sind nicht gut zu verkaufen. Das Bier ist auch teuer. Das ist schlecht. Das ist das Einzige, was wir hier in Stettin eigentlich wollen. Holz wollten wir jetzt immer oben kaufen. Wie sieht es aus mit 398? Ist natürlich noch besser. Okay. Dann geht's los. Die Holzwurm noch mit ein bisschen Getreide füllen. Seht ihr? Noch ein Grund mehr, Rostock zu umschiffen. Aber Wein gibt es hier, sehe ich gerade. Aber naja, auch nicht gerade billig. Aber wir nehmen es mal mit. Machen wir unterwegs irgendjemand eine Freude damit? Vielleicht Lübeck oder Aalborg? Mal gucken. Alles andere lassen wir hier sein. Das kaufen wir woanders. Okay, schade. Bier wäre so wichtig. Ich hoffe, Danzig hat zumindest Bier. Ansonsten wäre das blöd gelaufen. Und recht fest. Unser Warenlager ist...
fertig gebaut. So, den Pirat, den wollen wir mal ignorieren. Die Holzform braucht wieder ihre Zeit. Danzig ist nix. Und wir können ein bisschen Eisenwaren verkaufen. Schade, jetzt haben wir so viel geladen. Aber sind wir ein bisschen großzügiger. Fisch, naja, ist auch kein so toller Preis. Ne, den Wein speichern wir lieber für Arlberg oder Oslo auf, weil wir dort ja beliebt werden wollen. Aber immerhin können wir hier ein bisschen Bier kaufen. Leider nicht so viel, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber ist in Ordnung. So, Danzig. Fleisch, Leder, Wolle. Gibt es bei dir häufig noch? Fleisch. Kommt, haben wir lange nicht mehr gekauft. Leder ist nicht so toll. Wolle auch nicht wirklich. Ne. Nix los hier. Gut. Getreide. 99 hatten wir da eigentlich jetzt die 5 voll. Ne, 4. Ja, wollen wir hier nochmal Getreide kaufen? Na los, komm. Mehr dann nicht. Den Rest, der wird wieder mit Holz vollgeladen. In der Kneipe waren wir. Jetzt geht's wieder auf nach Thorn. Wo wir Gott sei Dank hoffentlich Eisenwaren. Nein, jetzt ist Biermangel. Aber Bier brauchen wir dringend für Lübeck. Oder für Aalborg. Den will ich eigentlich hier nicht verkaufen. So. Oh, dabei wäre das Geschäft gut. Aber so viel Geld macht man damit auch nicht. Aber wir können Eisenbahn immer noch verkaufen. Sehr schön. So. Wein lassen wir. Und jetzt schauen wir mal. Thorn. Die Stadt mit den vielen Produkten. Fleisch ist zu teuer. Honig und Keramik war doch hier immer sehr, sehr günstig. Ja, das ist auch so. Fantastische Preise. Fantastische Preise. So, wie sieht es aus mit Leder? 271 ist auch nicht so toll. Wolle auch nicht. Felle gibt es hier manchmal. Ja, Felle sind gut. Richtig gut sogar. Dann können wir vielleicht unterwegs auch nochmal verkaufen. So, sehr schön. Weiter geht's nach Aalborg. So. Der Stadt. Da, wie gesagt, wollen wir jetzt mal gucken, wie es eigentlich aussieht mit unserem Ansehen. Also, ich glaube, das wird einem einfach gezeigt. Nein, wir können noch kein Konter bauen. Wie ist denn eigentlich hier die Zufriedenheit der Bevölkerung? Alle sehr glücklich, aber nicht durch uns glücklich gemacht, offenbar. Wir können mal hier zu den Leuten, die Leute ansteuern. Uns kennt kaum jemand. Warum klicke ich eigentlich nur Wohlhaben an? Hier, guck mal, der schleppt. Ja, der hat kein Fest. Kirche könnte einen Ausbau vertragen. Das sind aber Dinge, die uns jetzt hier nicht interessieren. Wo sind denn hier mal Arme, die was... Ach, also wir sind auch bei den Armen nicht sehr bekannt. Nun ja, dann wollen wir mal schauen, dass wir uns ein bisschen bekannter machen. Bier können wir hier nicht verkaufen. Eisenwaren machen wir nur mal so ein bisschen. Nur so fürs Ansehen. Aber Felle werden wir jetzt mal hier in die Stadt bringen. Auch nur so ein bisschen. Fisch ist kein guter Ort. Honig verkaufen wir ein bisschen. Das ist natürlich alles nur Peanuts, aber Wein. Vielleicht freuen sie sich ein bisschen über Wein. Viel können wir nicht verkaufen. Eisenerz, sehr schön, fantastisch. Voll beladen mit Eisenerz. Jetzt dürfen wir nicht abgefangen werden. Können wir hier noch was kaufen in Aalborg? Fleisch. Ja. Leder ist hier ganz okay. Tuch. Obwohl, naja, nehmen wir ein bisschen mit. Und was noch? Holz, genau. Holz wollen wir nicht vergessen. 43. Der Holzwurm muss weiter beladen werden. 44. Okay. Den Rest kaufen wir dann auch so ein. Wo wir genau jetzt hinfahren. War ich eigentlich eben in der Kneipe? Ich hoffe ja. Nix da. Und es geht weiter. Bier ist nicht zu verkaufen, ist aber auch nicht so schlimm. Hier können wir noch ein bisschen Eisenerz kaufen. Sehr schön. Ich denke bis 900, aber wir sind auch voll beladen jetzt.
und Eisenwaren sind allerdings doch nicht so gut zu verkaufen. Aber wir müssen noch nach Malmö. Vielleicht ist da noch was zu holen. Felle. Auch in Ordnung. So, Fisch. Nicht. Fleisch. Können wir verkaufen, wenn wir noch was laden wollten. Honig. Hm. Oh ja, Keramik. Das geht. Und Leder geht hier auch gut. Aber Lübeck braucht auch Leder. Naja, reicht sowieso nicht. Dann nehmen wir hier die Gewinne mit. So, den Rest behalten wir hier für uns. Und können wir noch was einkaufen? Vielleicht noch mehr Felle? Na los. 10 Fässer Felle. Da bringen wir ordentlich was zurück. Gut, mehr ist, glaube ich, nicht zu haben. Mal gucken. Hoffentlich werden wir in Malmö noch unsere Eisenwaren los. Das wäre erfreulich. Nee. Also keine tollen Preise. Machen wir nur ein schlechtes Geschäft. So, was können wir hier noch tun? Bier, das bringen wir komplett nach Lübeck. Das ist mir wichtiger. Felle könnten wir auch noch einkaufen. Felle sind ja... wir können den Fisch verkaufen. Sehr gut. Sehr gut. Da haben wir wenigstens das Geschäft realisiert. Boah, den nehmen wir dann lieber mit nach Lübeck. Wein ist hier ganz gut dabei. Kaufen wir noch einmal. Und ansonsten... Fleisch. Leder. Alles, komm. Damit Lübeck auch was hat. Tuch. Tuch ist super. Tuch werden wir jetzt nochmal in Größenordnung kaufen. Sehr schön. Wolle ist nicht da. Okay. Aber was wir vergessen haben, der Holzwurm ist gar nicht komplett beladen. Gibt es hier auch Holz? 49 ist kein guter Preis. Dann kommen wir diesmal mit nicht so viel Holz nach Hause. Ist aber, glaube ich, auch nicht so schlimm. So, 15.000 haben wir auf der hohen Kante. Aber jetzt kommt eigentlich ganz gut Ware wieder zurück. Insofern schauen wir mal, was wir jetzt tun. Erstmal gucken wir hier vorbei. Nix da. Dann... Na, ich glaube, wir machen das über den Kontohandel. Das sollen alle andere für uns realisieren. So, nee, nicht Schiff. Ja, Schiffkontor. Bier raus, Eisenerz raus. Eisenwaren lassen wir drin, weil wir... Also ich glaube, das mit den 10 Einkaufen ist Schwachsinn. Wir werden das ausschalten. Fleisch, Honig, Leder, Tuch ist gut. Da machen wir, glaube ich, ein gutes Geschäft. Ein bisschen Wein bringen wir auch mit. Das ist in Ordnung. Dann werden wir das jetzt gleich mal berücksichtigen. Kontohandel, Eisen, Waren schalten wir jetzt komplett weg. Brauchen wir nicht. So, Ziegel. Also jetzt gucken wir uns erstmal hier das neue Lagerhaus an. Das kostet natürlich auch pro Woche Geld. Aber jetzt deutlich weniger als die Mietkosten. Was wir aber, glaube ich, jetzt mal machen sollten, ist Wachpersonal einstellen. Ja, jetzt ist sie hoch. So ist sie maximal. Gehen wir auf Nummer sicher. Nehmen wir maximal. Okay. So. Das läuft also. Was tun wir jetzt? Ich denke, warte mal, wir schauen mal kurz auf die Wohnhäuser. 94% Kaufmannshäuser. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir vielleicht doch mal ein Kaufmannshaus in Angriff nehmen. 10.000 kostet das. 6 Wochen brauchen wir auch dafür. Also, bauen wir das möglichst hier zentral, denke ich. Ein guter Ort für ein Kaufmannshaus. Wir müssen noch 20 Ziegel einkaufen. Eisenbahn haben wir jetzt eine Menge, das ist in Ordnung. Sehr schön. Prima. So, vergessen wir nicht den Holzwurm. Wobei, wir haben November. Ja, langsam kommt noch das Geld wieder rein. 8.400. Ich bin am Überlegen... Nehmen wir jetzt das Getreide gleich mit oder lagern wir das erstmal hier? Bin mir nicht ganz sicher. Na gut, mal gucken. So, jetzt Schiffkontor. Die nächste Tour wird vorbereitet. Eisenbahn nehmen wir komplett mit. Und den Fisch auch. Also mit dem Fisch läuft das gut.
Okay, Rostock fahren wir an. Einfach nur wegen des. Halt, nein, das war das Falsche. Bier ist hier nicht gut. Wir haben auch das Falsche angeklickt, wie ich gerade sehe. Ja, zum Verkaufen nicht mal das ist hier im Moment geeignet. Nee, dann verlassen wir den Ort sofort. Fackeln wir nicht lange und fahren weiter nach Stettin, wo wir gutlich anlegen. Stettin auch schon 1900. Immerhin. So, und in Stettin können wir endlich Eisenwaren verkaufen. In größeren Mengen. Sehr gut. Das wird diesmal gut. Bier wird eingekauft. Fisch. Ne, das ist kein Preis für Fisch. Ansonsten denke ich in na Wein. Nee, auch nicht so richtig. So, mehr wollen wir hier nicht. Weiter geht's nach Danzig. Hier ist sogar ein bisschen Sturm. Aber da können wir Gott sei Dank vorbeisegeln. In Danzig. Oh, was mir auffällt, wir haben. Haben wir gebadet? Ne, wir haben nicht gebadet und wir haben nicht gebetet. Wollen wir fremdbaden? Können wir mal machen. Aber fremdbeten tun wir mal nicht. So. Bier. Wir können mehr Bier kaufen. Sehr gut, das machen wir. Wir können Eisenbahn verkaufen. Auch hervorragend. Den Rest mal bewahren wir mal für den Norden auf. Und ansonsten Danzig immer gut für manchmal für Fleisch oder für Leder. Ja. Leder ist in Ordnung. Wolle ist diesmal auch ganz in Ordnung. Aber mehr. Nee. Gefällt mir nicht. Getreide ist mit 96 sehr günstig. Da werden wir die Holzform mal wieder ein bisschen beladen. Ich denke, unter 100 brauchen wir jetzt keinen großen, komplizierten Kram machen. Ist alles in Ordnung. Die paar Mark machen die Kohle auch nicht fett. So, wir sind in Danzig. Wir fahren weiter nach Thorn. 13.000, das Geld kommt langsam wieder rein. Das ist in Ordnung. So. Bier. Eisenwaren. Also zum Verkaufen ist Thorn nicht so toll, muss man mal so sagen. Außer in diesem Falle mal Fisch, aber zum Einkaufen ist es, wie schon erwähnt, ganz nett. Felle machen sich mal wieder gut hier. Sehr gut. So, was ist noch günstig? Fleisch diesmal nicht. Versuchen wir es hier mal wieder mit der Honiggeschichte. Ja, und Wolle ist nicht so toll. Tuch auch nicht. Nö. Der Rest ist nicht der Rede wert. Okay, weg von Thorn hin nach Aalborg. Wo Eisenbahnen gesucht werden, das ist sehr schön. Hervorragend. Wie sieht's aus? Und Bier lässt sich. Naja, ein bisschen können wir verkaufen. Eisenwaren ist in Ordnung, auch nicht so prickelnd, aber wir wollen ja hier in Aalborg beliebt werden, deswegen machen wir das mal. Genauso was Felle betrifft, wir verkaufen hier ein bisschen. Das ist alles nicht so toll. Wolle. Ach komm, wir werden mal hier die Wolle verkaufen, einfach, wie gesagt, um hier an Ansehen zu gewinnen. Ansonsten brauchen wir Eisenerz. Das ist aber nicht so günstig. So, was haben wir noch? Fleisch, Leder, nee. Alles andere interessiert, glaube ich, jetzt nicht. Tuch, nee. Gut, dann, wie ist der Holzpreis hier? Oh, der Holzpreis ist, ich war hier auch schon mal deutlich günstiger. Dann gucken wir mal, ob in Oslo besser Holz zu kaufen ist. Und fahren direkt weiter. Gut, was haben wir hier? Oh, jetzt wird es interessant, Leute.
Geehrter Herr Wallendorp, seid ihr an einer Heirat interessiert? Ich könnte euch für die kleine Summe von 3000 Goldstücken die Verbindung zu einer äußerst reizenden jungen Dame aus vorzüglichem Hause verschaffen. Seid ihr interessiert? Bitte gebt mir in den nächsten 14 Tagen Bescheid. Es grüßt euch Wenzel Schwier. Tja, ich denke, das Angebot können wir nicht ablehnen. Wir sehnen uns schon danach förmlich nach einem Weibsbild an unserer Seite. Wäre schön, wenn die, wenn die den Kontohandel übernehmen könnte, dann würden wir den Verwalter sparen. Aber auch sonst hoffen wir mal auf eine gute Partie. Wir nehmen das Angebot an, zahlen die 3000 und sind jetzt in Oslo. Gucken hier nochmal kurz vorbei und hoffen, dass wir hier ordentlich... Ja, wir können Bier verkaufen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. 30 nehme ich mit nach Lübeck, das ist klar. Eisenerz sieht hier nicht so gut aus. Ah, ich hatte in Aalborg vergessen zu gucken, wie unser Ansehen aussieht. Na gut. Oh, Honig ist hier nochmal sehr günstig. Komm, einmal, zweimal Leder werden wir hier verkaufen. Und dann schauen wir mal. Ah, Eisenerz. Das war keine gute Eisenerztour. Felle können wir aber mitnehmen. Felle ist hervorragend. So. Und wie sieht hier der Holz? Auch 51. Also die Holztour war jetzt diesmal nicht so gut. Wir nehmen aber trotzdem 5 mit. Einfach um Lübeck hier nicht zu belasten. So, schön. Mehr ist hier nicht. Ups, auf nach Malmö. Wo wir, wie es aussieht, weitere Eisenwaren verkaufen könnten, wenn wir welche hätten. Und der Werber meldet sich. Ach, schaut euch die Dame an. Geehrter Herr Wallendorp, aus Bremen meldet sich übrigens hier unser Kuppler. Es handelt sich um die liebliche Josefa Linneweber aus Rostock. Gerade aus Rostock. Nun, das ist ja auch jetzt wieder ein Witz. Im Falle einer Heirat würde Ihr Vater euch eine stattliche Mitgift zukommen lassen. Ihr habt Zeit bis zum 13.12. 13 Uhr, um euch das Angebot zu überlegen. Es grüßt euch Wenzel Schwier. Ach komm, da brauchen wir nicht so lange überlegen. Die Dame sieht so entzückend aus. Außerdem müssen wir sie aus Rostock einfach retten. Aus dieser Stadt, die man eigentlich nur umfahren kann. Komm, wir nehmen das Angebot an. So, und schauen nochmal in Malmö vorbei. Nix da. Hier wird schon der Stolz des Krämers entladen. Aber so viel zum Verkaufen haben wir gar nicht, ne? Ja, das Bier will ich eigentlich nach Lübeck bringen. Das will ich nicht hier verkaufen. Hier wollen wir uns ja auch nicht beliebt machen. Ja, ansonsten, nee. Können wir noch was kaufen? Fleisch ist nicht gut. Leder ist okay. Sieht es aus mit Tuch? Das war doch hier immer gut zu kaufen, ja. Nehmen wir noch ein bisschen Tuch mit. Wolle ist nicht so toll. Okay. Gut, mehr ist hier nicht zu holen. Dann dampfen wir wieder ab. Unserer Hochzeit entgegen. So, wir verlassen die Stadt. Auf nach Lübeck, sag ich mal. So, da sind wir mit 25.000 auf der hohen Kante und dann wollen wir mal sehen. Wir müssen dann vermutlich demnächst ein Hochzeitsfest ausrichten. Also, bis dann, macht's gut. Euer Steinwein.